Erfolg ist nicht nur das Erreichen der Ziele, sondern auch das Image hochzuhalten. Und gerade dieser ALC Award ist ein wichtiger Preis in diese Richtung. Die Unternehmen da sind sensationell, weil das sind einfach hemdsärmelige Unternehmen. Das sind oft sehr familiengeführte Unternehmen, die wissen, um was es drauf ankommt. Ich komme sehr gerne zu der ALC-Veranstaltung, weil sie in Vorarlberg schon einen hohen Stellenwert hat. Vorarlberg ist sehr klein und wir mussten immer schon über die Grenzen schauen. Und ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Vorarlberger Wirtschaft. Ich glaube, die Vorarlberger Leading Companies zeichnet es aus, dass sie Tag für Tag mit ihren Mitarbeitern sich dem Wettbewerb stellen, die sich dann auch einem Wettbewerb stellen müssen, der sehr objektiv beurteilt wird, und sie gehen dann als die Besten der Besten aus diesen Branchen hervor, und das ist, glaube ich, Auszeichnung genug. Wir haben jetzt schon seit über 20 Jahren Mitarbeiter mit Behinderungen im Unternehmen, und es ist nicht so ein Konkurrenzdenken, sondern mehr ein Miteinander. Und ich finde, das tut sehr gut der Unternehmenskultur. Jetzt ist es was sehr Besonderes, dass man in Zeiten wie diesen wieder mal einen Preis feiern kann, und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir haben heute darüber gesprochen, über Fachkräftemangel, und man kann natürlich genau solche Auszeichnungen auch dafür verwenden, um zu sehen, wir sind nachhaltig, wir sind innovativ, wir haben Möglichkeiten auch für interessante Jobs hier, und das ist natürlich auch ganz wichtig. Das war jetzt echt eine Überraschung, weil man eigentlich, wir Bäcker, wir verkaufen Semmele, und man braucht ja schon wirklich viele Semmel, bis man ein bisschen gute Zahlen und Umsatz hat, und wir setzen da ganz extrem auf Handarbeit, aber auch auf Handsemmel. Ich würde jetzt auch mal sagen, das ist jetzt der Lohn von der ganzen Arbeit von unseren Mitarbeitern, die das umsetzen, was wir uns wünschen, und macht uns stolz. Das ist schon was Außergewöhnliches, und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass es das geklappt hat, und sind froh. Und wir haben natürlich ein paar sehr interessante Jahre hinter uns und haben da Vollgas gegeben, und so ist der Preis schon, macht uns schon stolz.